Und diese Welt ist bedroht. Wir haben wirklich gesehen, wie das Eis verschwindet. Wir haben nördlich von Grönland weite Flächen offenen Wassers vorgefunden, in einem Bereich, wo normalerweise dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegen sollte. Und sogar am Pol selbst ist das Eis völlig aufgeschmolzen, marode und von Schmelztümpeln durchlöchert gewesen. Wenn wir so weitermachen, dann wird die Arktis im Sommer in wenigen Jahrzehnten eisfrei sein und diese Welt, die ich gerade beschrieben habe, nicht mehr existieren.